Ja, Leutings, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leutings, willkommen zu einem neuen Video und zwar möchte ich euch heute eine neue Shisha vorstellen. Und zwar ist es nicht irgendeine Shisha, sondern es soll sich um die erste faltbare Pfeife handeln. Das Ganze soll aus dem Hause Amy kommen und verbirgt sich in diesem Koffer hier. Was hier noch so alles in dem Koffer ist, was die Pfeife kann und was die Pfeife ausmacht, das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Deswegen ganz viel Spaß bei dem Video und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit dem Abo, dann hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid und bis gleich. So, Jungs und Mädels, ich habe es mir dann auch mal gemütlich gemacht hier auf meinem Balkon. Köpfchen ist schon ready gebaut, die Kohlen sind auch schon fertig und ich lege die Kohlen jetzt sogar auch schon in meinen Kopf rein. Nur wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch jetzt dann zu zeigen, wie schnell die Shisha aufgebaut ist, die sich hier in dem Koffer verbirgt und wie praktisch das Ganze ist für zum Beispiel ein Festival oder ja, für Festivals, weil ich weiß gar nicht, vielleicht kennt sich da jemand aus. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Ich hatte bisher selber noch keine Probleme mit einer Shisha, wenn ich die mitnehmen wollte auf dem Festival. Aber die sagen ja immer so, hey, du darfst kein Glas mitnehmen, dies, das, pipapo. Und die meisten Pfeifen sind ja unten aus Glas. Deswegen, I don't know, wie es damit aussieht. Ich stelle den Kopf jetzt mal hier neben meinem Eiweiß-Shaker hin. Eiweißshaker ist dafür da, weil da befindet sich das Wasser drin, das wir brauchen für die schöne Pfeife. Das sind nämlich genau 300 Milliliter, das heißt, da geht ja fast gar nichts rein. Also da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, dass ihr irgendwie zu wenig Wasser dabei habt für eure Shisha. Wenn wir hier dann zu unserem mitgelieferten, besser gesagt dem gekauften Koffer kommen, fällt mir auf, ist hier so viel Platz noch drin. Ihr könntet rein theoretisch noch ein Kilo Kohle mit reinpacken in den Koffer, wo die Shisha sich drin befindet, ist auch kein Problem. Und ihr könntet rein theoretisch auch noch einen Tabak mitnehmen oder sonst was. Also hier ist dann noch einiges am Platz. Vorne habt ihr auch noch so ein kleines Fächle für euer Handy oder so, falls es regnet. Ich weiß es nicht, könnt ihr euch ja selber überlegen oder vielleicht für ein kleines Taschenbuch, wenn ihr das Ganze mitnehmen wollt, an den See. Vorab das Ganze, wie es da steht und was wir jetzt hier gleich rausholen, kostet 49 Euro und ich finde, es ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber let's go. So Leute, jetzt kommen wir aber mal zum Highlight von diesem Kofferle und zwar zur Amy Bubble. Das ganze Set hier nennt sich Amy Bubble Bag und Leute, guck mal her, die Pfeife ist so mini, das Ganze ist ein Komplettset, das heißt, ihr könnt dann sofort loslegen zu rauchen. Das Einzige, was ihr dann noch braucht, ist Tabak, Kohle, ein Kohleanzünder und ein bisschen Wasser. Hier das Highlight, Guys, wir fangen mal an, sie aufzufalten und das geht relativ fix. Ihr müsst nur einmal zack, zack machen, zweimal zack, zack. Und schon ist die Pfeife aufgebaut. Da oben, das kann man abschrauben, um Wasser reinzufüllen. Ich würde euch jetzt aber nicht empfehlen, daran viel rumzuwackeln. Denn hier oben befindet sich so ein cooles System, das neue Ausblassystem. Seht ihr später und ich will nicht, dass ihr eure Kügelchen dann verliert. Ich habe das Ganze jetzt in der pinken Variante genommen, einfach damit man die Pfeife besser sieht hier auf dem Balkon, wenn ich sie euch vorstellen möchte. 300 Milliliter Wasser rein, zack, fertig. Wir verschließen das Ganze hier oben wieder und dann können wir eigentlich sofort anfangen zu rauchen. Der Kohleteller, der kommt einfach so drauf auf die Pfeife, zack. Ihr habt ein Mundstück. Ihr habt hier noch ein Tauchrohr mit eingebautem Diffusor. Hier sind 8. Ich glaube 8 Löcher drin, wen es interessiert. Ansonsten müsst ihr hier oben beim Kopfadapter eigentlich nur unten das Tauchrohr einmal reinschrauben. Das Ganze sieht so aus. Und dann geht ihr einfach mit dem Tauchrohr hier rein und schraubt euren Kopfadapter von oben in das Gewinde rein. Pfeife ist aufgebaut, Schlauch habt ihr auch in eurem Bag mit drinnen, das heißt, wir ziehen ihn einfach raus. Hier noch eine kleine Anmerkung von mir, der Schlauch ist ein bisschen enger, denn das Ventil hier ist ziemlich dünn und das ist ganz praktisch, dass da ein mitgelieferter Schlauch dabei ist, denn die anderen würden eventuell zu groß sein und dann flutscht euch immer der Schlauch von dem Adapter hier runter. Ich lege mal kurz die Tasche hier hinten beiseite, damit ihr die Shisha besser sehen könnt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch unser Köpfchen, das wir hier draufstellen müssen. Zack. Und die Shisha ist aufgebaut, Guys. Das heißt, erster Zug. Ich habe mir, by the way, wenn es noch interessiert, den
weil ich gerade im Kristallglaskopf rauche, auch von Amy. Habe ich mir auch noch den Lucky Tabak von Amy reingehauen. Also heute gibt es die volle Amy-Ladung. Das ist sozusagen jetzt Bürde, was ich mir gönne. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze raucht und wie laut die Pfeife ist und ob sie überhaupt raucht. Es raucht ja schon wieder wie ich sehe euch nicht mehr. Lass ich mal vielleicht noch kurz die Kohlen umdrehen. Mir kriegt der Tabak irgendwie ein bisschen zu wenig Hitze ab. Und ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Unten an der Pfeife habt ihr Plexiglas. Das heißt, hier ist unten kein Glas dabei, sondern das ist Plexiglas. Das geht nicht allzu schnell kaputt. Hier oben Gummi-Plastikmäßiges am Start und oben habt ihr dann einfach noch Alu mit eurem Kohleteller. Ziemlich, ziemlich geil, ein Mundstück ist auch ein kleines dabei, könnt ihr natürlich auch noch ein anderes verwenden. Jetzt raucht das Ganze doch super, super gut. Pfeife ist ziemlich leise, wegen dem eingebauten Diffusor. Wasser spritzt nicht allzu hoch, also da habt ihr auch kein Problem. Und wir gucken mal weiter rein, was hier noch so alles drin ist. Normalerweise ist hier nämlich ein Tonkopf mit drinnen. Ich habe das ganze Setup, was ihr hier bekommt in der Tasche, habe ich euch mal eingeblendet auf dem Tisch. Habe ich das Ganze aufgebaut. Kohlezange, es ist ein LED-Licht dabei. Ihr habt noch einen Kaminaufsatz am Start für euren Tonkopf. Schlauch, Mundstück. Und was ihr noch ziemlich cool findet, die Tasche könnt ihr auch, wie ihr Bock habt, einfach hier diese Wände könnt ihr rausreißen und dann selber so gestalten, wie es euch am besten gefällt. Genau, Tonkopf ist am Start. Was ich ziemlich lustig finde, wir verkaufen die Lichter eigentlich bei uns. Ne? Ich glaube für 10 Euro. 10 Euro kosten die LED-Lichter, die dann drunter passen. Pfeife könnt ihr rein theoretisch dann einfach auf das LED-Licht draufstellen. Hat eine eingebaute Mulde unten. Und wenn ihr das mal jetzt so anguckt, das ganze Setup, ich meine, ihr bekommt einen Koffer, besser gesagt eine Tasche in den 49 Euro. Ihr bekommt eine Shisha, die faltbar ist, die perfekt für Festivals ist und obendrauf ein Kopf, ein LED-Licht. Wenn wir die 10 Euro mal vom LED-Licht abziehen, dann kostet die Pfeife 39 Euro. Ich glaube, das Teuerste daran ist noch die Tasche. I don't know. Also für den Preis lässt sich da echt nicht meckern. Rauchen tut das Ganze super, schmecken tut das Ganze auch gut. Mich wundert es, dass das Wasser nicht allzu warm wird. Normalerweise ist es ja immer so, wenn hier wenig Wasser drin ist, bei den kleinen Pfeifen wird das Wasser vielleicht auf Dauer relativ warm und der Rauch ist dann unangenehm, weil er warm in eurem Mund ist. Habe ich bisher jetzt hier in den ersten paar Minuten gar nicht den Effekt. Und ich muss sagen, die steht auch relativ gut. Also da wackelt mein Kopf hier oben mehr als die Pfeife. Denn die Pfeife steht auf drei kleinen Noppen unten. Also hier muss ich echt sagen, tut sich da nichts. Wenn man am Schlauch ein bisschen rankommt, fliegt es jetzt auch nicht um. Stabiles Teil. Genau, wie vorhin erwähnt, ich habe die Pfeife in der pinken Variante genommen. Die Pfeife gibt es natürlich noch in ganz verschiedenen Varianten. Blau, weiß, schwarz, grün, orange. Könnt ihr euch mal umgucken. Ich habe euch hier unten alles verlinkt in der Infobox. Guys. Ich weiß nicht, was haltet ihr von der Pfeife? Also ich muss sagen, mir taugt die, besonders jetzt, wenn ich dieses Jahr wieder auf Festivals gehe. Ich habe davor immer meine Little Zuri mitgenommen. Falls es jetzt doch Probleme gibt mit dem Glas oder sonst was, dann nehme ich doch lieber die Pfeife mit. Ist praktisch aufzubauen, könnt ihr zusammenfalten und rein theoretisch schon fast in die Hosentasche packen, so klein wie das Teil ist zusammengefaltet. Ich muss sagen, ist mal wieder was Neues, was Amy da rausgebracht hat. Ich habe die Pfeife, habe ich natürlich schon vorher gesehen, da ich ja bei Amy Nebenjobbe und da habe ich die Pfeife gesehen, als sie noch ein Prototyp war, Anfang letzten Jahres und da habe ich mich eigentlich auch schon drauf gefreut, weil ich habe die Pfeife nur einmal, als sie ein Prototyp war, zu Augen bekommen, da war sie zusammengefaltet und dann dachte ich mir so, okay, abgespaced, was geht hier ab? Jetzt steht sie da, ich finde das Teil einfach nur geil. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der faltbaren Amy-Pfeife haltet, ob ihr sie euch zulegt für kommende Festivals, für den See draußen jetzt dann im Sommer. Oder ob ihr da eine ganz andere Ansicht habt. Ja, Guys, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch da draußen noch einen guten Rauch. Nicht vergessen, falls ich euch sympathisch bin oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann gibt mir bald die 1 Million. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.
Okay.